Hallo ihr Lieben, hier ist Silke, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich glaube, es war im Februar 2005, da habe ich das erste Mal hier über YouTube zu einem Rohkost-Potluck aufgerufen, zu einem öffentlichen Rohkost-Potluck hier in Leipzig. Und im April 2015 fand der erste Rohkost-Potluck statt. Um nochmal zu erklären, weil vielleicht gibt es Fragen, was ist denn ein Rohkost-Potluck? Potluck bedeutet so viel wie Topfglück, das kommt aus dem Amerikanischen und bedeutet, jeder, der an diesem Treffen teilnimmt, der steuert etwas zum Buffet bei. Und da es ein Rohkost-Potluck ist, es um frische Ernährung geht, Rohkosternährung bedeutet das, dass jeder, der teilnimmt, bringt frische Lebensmittel, Früchte, Gemüse, Sprossen oder eben auch zubereitete Rohkost, Salate, Energiebällchen, Rohkostkuchen. Und diese Treffen finden seit April 2015 regelmäßig statt. Und es war damals eine wunderbare Möglichkeit, in Kontakt zu kommen mit Gleichgesinnten. Es ging nie darum, dass die Menschen, die sich da zusammenfinden, zu 100% Rohkost essen müssen, zu 100% vegan oder Vegetarier sein müssen. Dieser Potluck war immer offen für alle Menschen, die sich einfach für die Rohkosternährung interessieren. Und da sind ganz tolle Freundschaften entstanden bei diesen Potlucks. Und ich höre das auch immer wieder von Menschen, jetzt in den letzten Jahren, die zu diesem Potluck gekommen sind, wie froh sie sind, endlich Gleichgesinnte zu treffen. Und der Fokus ist dabei nicht immer nur die Ernährung, das muss ich hier mal ganz deutlich sagen. Ich habe in den letzten Jahren fantastische Gespräche auf den Potlucks geführt, weit weg von Ernährung. Das hat überhaupt nichts mit dem Thema Ernährung oder mit dem Thema Gesundheit zu tun. Da bin ich auch sehr dankbar für viele offene Menschen, die im Geiste offen sind, die zu diesem Potluck kommen, mit denen man sich über ganz tolle, interessante Themen unterhalten kann. Ich bekomme auch viele Nachrichten von Menschen, die sagen, ah, ich bin hier so alleine. Es gibt niemanden, der sich für die vegane Ernährung interessiert, der sich für die Rohkosternährung interessiert und ich fühle mich hier so allein, ich hätte gern Kontakte. Da würde ich immer wieder empfehlen, versucht an Treffen teilzunehmen. Es gibt auch viele vegane Treffen in Deutschland. Die Rohkost-Potlucks, die Rohkost-Treffen sind ja jetzt auch in den letzten Jahren überall in Deutschland aufgeploppt. Da kann man auf alle Fälle Gleichgesinnte finden und da möchte ich euch immer auch ermutigen, an solchen Treffen teilzunehmen und in Kontakt mit Menschen zu kommen, auch wenn der Fokus erstmal auf Ernährung liegt, auf die Rohkost oder auf vegane Ernährung, aber ihr findet sicherlich auch Menschen, die auch noch mehr Themen mit euch teilen. Also sprecht da wirklich auch aus eigener Erfahrung. Und was mir auch sehr geholfen hat, um Menschen zu finden, die in die gleiche Richtung schauen wie ich, die sich für die gleichen Themen interessieren, die sehr offen sind im Geiste, da haben mir wirklich auch die sozialen Netzwerke geholfen, so wie Facebook, obwohl das auch immer sehr verschrien ist. Darüber habe ich wirklich meine engsten Freunde kennengelernt, die ich jetzt zu meinen engsten Freunden zähle. Da gibt es zum Beispiel den Henry. Mit Henry habe ich auch ganz viele Videos schon gemacht. Er hat ja auch einen eigenen YouTube-Kanal, Henry Lopp, den verlinke ich euch oben in den Infokarten. Wie habe ich Henry kennengelernt? Über Facebook. Ich war damals, so vor 4, 5 Jahren, so viel auch auf Facebook in Gruppen unterwegs, Rohkost, Ernährung, Gesundheit, diese ganzen Themen. Und mir ist immer wieder der Henry aufgefallen und ich habe mich immer von seinen Kommentaren angesprochen gefühlt. Und dann habe ich einfach mal geschaut, wer ist denn dieser Henry? Und habe ich gesehen, ach, der kommt ja aus Leipzig. Und dann habe ich ihn angeschrieben. Er hat zwar damals in Bayern gearbeitet, aber war regelmäßig in Leipzig. Da haben wir uns getroffen. Und so ist eine wundervolle Freundschaft entstanden. Ja, wir haben ihn dann 1, 2 Jahre später auf Sardinien besucht und jetzt ist er sogar unser Mitbewohner. Und wir sind wirklich sehr ähnlich, was die Ernährung, was die Gesundheit angeht. Wir führen ja auch aktuell die schleimfreie, die schleimarme Heilkost durch. Wir interessieren uns für Fasten, Entgiftung, aber auch für viele andere Themen. Das ist ja wirklich nur so ein kleiner Aspekt. Also Henry ist ja auch so ein Freigeist, ein offener Geist. Mit ihm kann man wirklich über alle möglichen Themen sprechen. Hat er immer ein offenes Ohr dafür, eine Meinung dafür. Und ich liebe es einfach, mich mit Menschen zu unterhalten, die in eine ähnliche Richtung schauen wie ich, die aber auch mal meinen Blick auf andere Dinge lenken und ich liebe einfach so den Austausch, einfach auch so den geistigen Austausch, sich über bestimmte Themen, auch mit bestimmten Themen kritisch auseinanderzusetzen und da habe ich in den letzten Jahren einige liebe Gleichgesinnte. Dann gibt es auch eine liebe Freundin, die mich auch so vor 4 Jahren angeschrieben hat, die schon meine ein paar Videos, ein paar Beiträge von mir kannte, die mich angeschrieben hat, weil sie ganz aufgeregt war, dass ich in ihrer Nähe wohne. Und sie zählt heute auch zu meinen besten Freunden. Mit ihr kann ich mich auch über alles austauschen. Wir haben auch den gleichen Humor. Also mit ihr kann ich wirklich Tränen lachen. Kennt ihr das? So lachen, bis einem der Bauch wehtut. Und es ist immer sehr heilsam. Und das ist unglaublich wohltuend. Und so habe ich ganz viele Menschen in mein Leben gezogen. Zum Teil, mit denen ich mich so über Ernährungsthemen, Gesundheitsthemen unterhalte. Aber auch eben über
viele andere Themen. Ein guter Freund von uns zum Beispiel beschäftigt sich viel so mit alten Kulturen, Archäologie, alten Schriften und alten Wissen. Und das ist immer total spannend. Einmal hat er auch so eine Art Dia-Vortrag gemacht, hat so Bilder, so Screenshots gemacht und hat dann immer dazu was erzählt. Das finde ich einfach so hochspannend. Also es gibt wirklich viele Themen, die mich interessieren. Und zum Glück gibt es jetzt viele oder einige Menschen in meinem Leben, mit denen ich diese Themen teilen kann. Ich möchte euch mit diesem Video auch ermutigen, euch zu vernetzen, auch die sozialen Netzwerke zu nutzen, um Gleichgesinnte in eurer Nähe zu finden. Vielleicht gibt es ja auch ein Rohkosttreffen, ein veganes Treffen, ein vegetarisches Treffen, ein spirituelles Treffen, je nachdem, worauf euer Fokus liegt in eurer Nähe. Und da möchte ich euch wirklich ermutigen, Kontakt zu suchen, solche Treffen zu besuchen, Gleichgesinnte zu finden und dann wirklich auch Freundschaften in der Nähe aufzubauen. Ich habe es immer wirklich sehr geschätzt, wenn viele Menschen aus ganz Deutschland oder Europa zu unserem Rohkost-Potluck gekommen sind, zum Teil aus Frankreich, aus Österreich, aus der Schweiz, und habe das auch immer sehr zu schätzen gewusst. Aber ich freue mich auch, dass diese Treffen so in ganz Deutschland aufgeploppt sind, dass es jetzt auch regional in verschiedenen Regionen eben diese Treffen gibt, dass man nicht immer nur nach Leipzig fahren muss oder nach Berlin. Also ich wünsche mir wirklich viele kleine Treffen, dass die Menschen sich vernetzen und eben auch über wichtige Themen austauschen, nicht nur Ernährung oder Gesundheit, sondern eben über Themen, die sie bewegen, dass man da Gleichgesinnte findet. Gestern war der zweite Advent und ich hatte liebe Freunde zu einer Art Adventbrunch eingeladen. Da waren wir hier zu 10. Meine Jungs waren auch noch dabei, also wir waren insgesamt 12 Personen. Und am Abend ist mir dann so aufgefallen, dass das alles Menschen sind, die ich bis vor 4-5 Jahren überhaupt noch nicht kannte, die ich durch meine Arbeit in der Öffentlichkeit, durch meinen YouTube-Kanal, durch mein Tun auf Facebook in mein Leben gezogen habe. Und ich bin für diese Menschen sehr, sehr dankbar, dass sie mich ein Stück weit durch mein Leben begleiten, dass man zusammen lachen kann, zusammen denken kann, zusammen kritisch sein kann, zusammen verreisen kann. Also das schätze ich wirklich sehr. Und ich möchte euch mit diesem Video auch ermutigen, in den sozialen Netzwerken aktiv zu sein, nach Gleichgesinnten zu suchen, Treffen aufzusuchen, also wirklich zu solchen Treffen auch zu gehen, dann wirklich auch gewisse Scheu zu überwinden. Ich kenne das, ich bin auch eher so ein zurückhaltender Typ. Und einfach rauszugehen, Gleichgesinnte zu finden und euch in eurer Region zu vernetzen. Wir hatten also gestern hier einen Adventsbrunch. Der Brunch war vegan, war aber nicht nur Rohkost. Es war auch eine Kleinigkeit gekocht dabei, aber der Fokus lag auf Rohkost. Ich hatte ja kürzlich ein Video veröffentlicht, Schokoknusper, was ich so für meine Jungs, aber auch für Freunde herstelle. Und da kam dann auch so ein Kommentar, das ist doch aber nicht schleimfrei. Und da möchte ich nochmal darauf hinweisen, mein Fokus liegt jetzt auf alle Fälle auf schleimfreier bzw. schleimarmer Ernährung. Ich habe lange Phasen, wo ich mich schleimfrei ernähre und dann gibt es mal so ein, zwei Tage im Monat vielleicht oder auch drei Tage im Monat. Zum Beispiel, wenn so ein Brunch ist, dann esse ich auch mal Lebensmittel, die Schleim bilden. Da bin ich mir auch dessen ganz bewusst und ich weiß auch, wie das sich in meinem Körper anfühlt, aber in dem Moment genieße ich das Essen und ich habe Mechanismen, wie ich dann diese negative Wirkung dann einfach wieder ausgleichen kann. Also ich esse durchaus auch mal bei so einem Brunch mit, aber in meiner alltäglichen, normalen Ernährung liegt der Fokus wirklich auf schleimfrei bzw. schleimarm. Also ich bin da auch nicht zu dogmatisch. Es waren ja auch einige ein bisschen geschockt, als ich dann ein Video veröffentlicht habe, dass ich jetzt auch wieder gebackenes und gedämpftes Gemüse esse. Also das ist jetzt nicht so, dass mein Fokus darauf liegt, aber es kann sein, dass ich einmal die Woche mir Gemüse dämpfe oder einen Kürbis backe. Vielleicht ist es auch nur alle 10 Tage. Ich lasse mir das eben offen. Mein Fokus liegt nach wie vor auf Rohkost. Also wie so eine Freundin so schön sagt, wir haben doch alle ein Rohkostherz, auch wenn wir nicht zu 100% Rohkost essen. Da möchte ich ihr zustimmen. Mein Herz schlägt nach wie vor für die Rohkost. Ich liebe die frische, einfache Nahrung. Ich habe gestern bei unserem Brunch mitgefilmt. Ich wollte euch einfach nochmal das Buffet zeigen. Ich hatte ja auch in dem letzten Video beim Schokoknusper einen Brunch gezeigt, den eine gute Freundin von uns veranstaltet hat. Sie hat ja alles allein zubereitet. Gestern bei diesem Brunch hat jeder Teilnehmer etwas dazu beigetragen und ich weiß, das löst immer große Begeisterung bei einigen Zuschauern aus. Deswegen bin ich gestern einfach nochmal mit der Kamera drüber gegangen und wenn es einige Rezepte gibt, die habe ich dann auch erwähnt, also meine eigenen Rezepte, da verlinke ich euch auch die Rezepte dann unten in der Infobox. Ich wünsche euch noch ganz viel Freude mit dem restlichen Video, mit diesen frischen, bunten, rohköstlichen Speisen. Ich freue mich natürlich auch über eure Kommentare zu
diesen Themen, was ich angesprochen habe, Gleichgesinnte, Vernetzen, Freunde, also wie eure Erfahrung ist, was ihr darüber denkt. Und seid ihr auf der Suche noch nach Gleichgesinnten, da könnt ihr das auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Was ich noch erwähnen möchte, ich habe jetzt erstmal eine Potluck-Pause eingelegt. Also ich war das letzte Mal im September beim Potluck, im Oktober waren wir verreist und ich habe jetzt erstmal eine Pause eingelegt. Ich werde dann erst wieder im April beim Rohkost-Potluck dabei sein, dann im Frühjahr. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute, bis bald, eure Silke. Ihr habt ja mal einen Einblick in unser Buffet. Das ist noch nicht alles, was wir heute auftischen, aber ich fange jetzt erstmal an, damit das Essen losgehen kann. Marinierte Pilze, die habe ich jetzt schon immer mal zubereitet für Brunch mit Zwiebeln und Sojasauce, Leinöl, verschiedenen Kräutern, getrockneten Tomaten, das wird dann so über Nacht ziehen gelassen. Dann haben wir hier roh vegane Zimtschnecken, nur aus 4 Zutaten. Auch ein sehr schönes Rezept, ein einfaches Rezept. Dann hier schön Sprossen, Rotkleesprossen und Boxhornkleesprossen. Hier ein süßes Dessert, eine Spekulatius-Fruchtcreme aus fermentierten Cashew-Kokos-Joghurt. Ich habe ja auch einen Zettel dazu bekommen. Äpfel, Birnen, Weintrauben, Orange, Limette, rote Beete, Spekulatius-Gewürz, Vanille, Tonkabohne, Feigen, Aprikosen und Maracuja. Dann auch eine tolle Schokolade aus Yakon-Sirup, also Tahin. Kakaobutter, Karob, Tonka, Bohne und gefriergetrockneten Maracujas. Dann haben wir hier noch so Lebkuchentaler schokoliert und Lebkuchenplätzchen. Dazu gibt es auch schon Rezepte für mich, die kann ich euch auch unten in der Infobox verlinken. Dann haben wir noch schokolierte Mandeln und Cashewnüsse, ein Apfel, dann roh vegane Lebkuchen, die bereite ich auch schon seit ein paar Jahren zu, aus Roggensprossen, Möhrentrester, Datteln, das sind so die Hauptzutaten. Gibt es auch schon ein Rezept, verlinke ich euch auch alles unten in der Infobox. Dann haben wir hier Chicorée, dann einen Apfel, dann Käse von Happy Cheese, das ist so eine Art Camembert. Dann haben wir hier noch ein kleines Schälchen Hagebutten, eine tolle regionale, saisonale Wildfrucht. Dann hier ein schöner, großer, bunter Salat, Chinakohl, Joachim, Chinakohl sehe ich, Paprika, geriebene Äpfel eventuell, Zwiebel. Auch Weißkohl, ist das wieder dein Weißkohlsalat in China? Also Chinakohl, kein Weißkohlsalat. Sonnenblumenkerne sehe ich und ein bisschen Öl. Ist da Öl? Kein Öl. Also okay. Kein Öl, kein Salz. Okay, sehr interessant. Schöner, großer, frischer Salat. Dann kommt natürlich Grün, noch nicht zu kurz. Hier gibt es eine große Portion Postelein, auch ein ganz tolles regionales Blattgrün. Dann haben wir hier ganz schmackhafte Frikadellen. Das Rezept ist von Marlon von Raw Future. Das bereite ich auch schon seit einiger Zeit sehr, sehr gerne zu, gerade für solche Potlucks, für solche Treffen immer sehr gut geeignet, so herzhafte Frikadellen einfach. Dann haben wir hier so italienische Wraps, da kann man dann auch Salate reinfüllen. Wir machen gerade noch Gurkensalat, der steht hier noch nicht auf dem Tisch. Man könnte auch diesen Gurkensalat reinfüllen, den habe ich jetzt ganz vergessen. Der besteht aus Gurken, Dill, Borage, 2 Kokosnüssen, Salz und Pfeffer. Also den könnte man auch gut hier in so einen Wrap einfach einwickeln und dann essen. Dann haben wir hier noch ein bisschen Grün, Feldsalat, Erbsengrün und Sonnenblumenkerngrün. Hier auch ein schöner, großer, frischer Salat. Sieht sehr saftig aus. Rotkohl ist dabei. Kichererbsen. Olivenöl. Zitrone. Zitrone. Roter Paprika. Roter Paprika. Genau. Sieht sehr saftig Zwiebeln, aus. Zwiebeln. Könnte man eventuell auch hier so eventuell für, ja, für einen Wrap mit benutzen. Ja. Super, dann haben wir hier noch ein bisschen Birnen. Dann gibt es hier Pflaumenmus. Das ist aber allerdings gekocht. Ne? So mit regionalen schönen Pflaumen. Dann haben wir noch Mandarinen, Apfel, dann sind hier noch Schokoknusper-Süßigkeiten, hatte ich auch kürzlich ein Video gemacht. Dann haben wir hier noch Schokolade, die von Love Choc, genau, mit 93% Kakao und dann so eine Art getrocknete Pitahayas. Ah, getrocknete Pitahayas, also so eine, das ist ja so eine asiatische Frucht, ne? Genau. Die eigentlich so rot, so genau pink mit weißen Punkten, gibt es auch in Weiß. Dann haben wir ja auch noch Lebkuchen, das ist so nach einem ähnlichen Rezept wie von mir, aber ein bisschen anders hergestellt, auch eine andere Kombination der Lebensmittel und das schmeckt ganz anders. Frisch. Saftig. Genau, mit frischen Möhren. Ich nehme hier Möhrentrester, das ist eher so mit frischen Möhren. Bin ich auch sehr gespannt, wie die schmecken. Genau, das ist jetzt erstmal so auf den ersten Blick das erste Buffet und die anderen Sachen, die noch dazu kommen, die filme ich dann später noch. Und das Buffet ist jetzt eröffnet. Juhu! Hier ist noch ein Gurkensalat.
einfach nur geraspelte Gurken, Kräuter, ich glaube so gefrorene Gartenkräuter und ganz tolles Spirulina-Pulver. Einer meiner Lieblingssalate. Hier sind auch schon Apfelstrudel. Die sind aber noch nicht durchgezogen. Die müssen wir noch ein bisschen ziehen lassen. Das ist dann sozusagen der Nachtisch. Hier ist gerade noch eine Portion Zimtschnecken hereingebracht worden. Thank you.